Also erstmal zur Klarstellung, nein, ich glaube nicht, dass wir uns die Errettung in irgendeiner Art und Weise verdienen können. Ich glaube, dass das Werk am Kreuz von Jesus ein Akt aus Liebe war, das für jedermann gleichermaßen gilt. Und ich glaube, dass es ein Geschenk ist aus Gnade, das wir einzig und allein erhalten können, indem wir Buße tun und indem wir glauben. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass unsere Werke nicht völlig egal sind. Aber ich bin dieser Meinung nicht einfach so, sondern wir finden Hinweise darauf im Wort Gottes. Da schreibt Paulus, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Das sind ziemlich harte Worte, ehrlich gesagt. Paulus nimmt hier überhaupt kein Blatt vor den Mund und in einer Zeit, in der wir heutzutage leben, ist sowas schon fast außergewöhnlich, denn heutzutage würde man zu solch harten Worten eher sagen, er ist sehr diskriminierend oder die Worte sind zu hart gewählt. Aber weißt du, nur weil man die Wahrheit nicht hören will, macht es die Wahrheit nicht weniger wahr. Wahrheit bleibt immer Wahrheit und Paulus wusste, dass eine Zeit wie unsere kommen wird. Deswegen hat er auch Folgendes gesagt. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Ich komme darauf später nochmal zurück. Jetzt lasst uns nochmal zurückgehen zu dem, was ich zuerst vorgelesen habe. Lasst uns nochmal tiefer in diese Feuerprobe hineinschauen. Ich möchte euch nochmal den Vers 11 vorlesen. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Das hier ist tatsächlich erstmal überhaupt die Grundlage. Auch hier ist man sich heutzutage gar nicht mehr so einig, aber ohne Wenn und Aber, das Christentum, das Fundament des Glaubens, steht auf dem, was Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Christen ohne Christus kann es nicht geben. Christ zu sein ohne Christus, das gibt es nicht. Und jetzt wird spannend, denn kurz danach heißt es Folgendes. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Die gute Nachricht ist, dass auch diese Verse nichts an unserer Errettung ändern. Das Fundament Jesu ist und bleibt für uns bestehen und niemand und nichts kann uns dieses Fundament nehmen. Die Bibel spricht davon im Römerbrief, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Jesus tritt für uns vor Gott ein. Genau genommen tat er das schon vor 2000 Jahren für unsere Sünden heute. Und sein Ja für dich und für mich, das bleibt bestehen. Für alle Zeit, für immer und ewig. So viel zum Fundament. Aber nachdem ein Fundament gelegt ist, wird auf dieses Fundament ein Haus gebaut. Und genau um dieses Haus geht's in diesen Versen. Die Qualität dieses Hauses wird auf die Probe gestellt und die Verantwortlichen für den Bau von diesem Haus, das sind du und ich, das sind wir. Das bist du.
Und am Ende, wenn dieses Haus geprüft wird, wartet entweder eine Belohnung auf uns oder aber wir kommen gerade so mit dem Leben davon. Das ist das, was wir hier lesen. Ich will dir mit diesem Video echt überhaupt keine Angst machen. Ganz im Gegenteil. Was ich mir wünsche für dich ist, dass du für dich eine, wenn du es nicht sowieso schon hast, eine gesunde Gottesfurcht entwickelst, weil Gottesfurcht etwas ist, was so wichtig ist und worüber so wenig gesprochen wird auch und was, wenn ich in die christliche Welt hineinschaue, immer mehr oder immer weniger geachtet wird oder geschätzt wird. Gottesfurcht ist ziemlich hart umkämpft und es schleicht sich immer mehr so eine Art und Weise im Leib Christi ein, dass jeder denkt, er könnte tun und machen, was er möchte, ohne mit irgendwelchen Konsequenzen leben zu müssen, weil Gott ja sowieso jeden liebt. Nein, so ist es nicht. Und die Bibel ist, was das angeht, auch sehr klar und deutlich, unmissverständlich deutlich. Und dieser Abschnitt ist nur einer von vielen, der das bestätigt. Und wenn wir uns im Neuen Testament mal alleine nur durch die Paulusbriefe so durchlesen, dann kriegen wir sehr viele Hinweise darauf, wie baut man denn ein Haus, das diesem Feuer, dieser Feuerprobe standhalten kann. Was können wir tun, damit wir, wenn wir durch diese Feuerprobe hindurchgehen, bestehen bleiben, nicht vom Feuer verzehrt werden. Und ich zähle dir hier nur mal einige wenige Beispiele auf. Du findest einiges mehr, wenn du es dir selber durchliest. Sind wir beim Fundament Jesus geblieben? Das ist mal, glaube ich, so fast das Wichtigste. So, bist du wirklich bei diesem Fundament des christlichen Glaubens geblieben und hast nicht irgendwelche Sachen dazu erfunden oder weggelassen? Oder bist du wirklich noch Christus zentriert und orientiert? Oder haben wir unsere Gaben und unsere Talente für den Bau von Gottes Reich gut eingesetzt? Haben wir gut verwaltet? Sind wir gut mit dem umgegangen, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns zur Verwaltung und zur Betreuung überlassen hat? Oder um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, ehren wir Gottes Gebote von ganzem Herzen? Ist das Wort Gottes für uns wirklich das Wort Gottes und hat es den Stellenwert, den es haben sollte, oder sind wir eigentlich nur auf unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte aus? Zum Schluss möchte ich noch eine Sache sagen. Weißt du, Jesus hat einen immens hohen Preis dafür bezahlt, dass du und ich schon, bevor wir durch diese Feuerprobe hindurch müssen, losgelöst sein können von diesem Holz, Heu und Stroh. Und die Bibel ist so klar darin, was Gott uns wirklich verheißen hat, was für ein Erbe uns als Christen wirklich zusteht. Und ja, ich bleibe dabei. Es ist und bleibt ein Geschenk aus Gnade, dass wir niemals uns in irgendeiner Art und Weise verdienen können, durch Taten, durch Werke. Aber trotzdem können wir sehen, dass unsere Werke nicht völlig egal sind und dass wir eines Tages mit unserem Haus des Lebens durch eine Probe hindurch müssen, wo auf Herz und Nieren alles geprüft wird, wo geschaut wird, was hält diesem Feuer stand. Es ist wie ein Freispruch vor Gericht, den wir erhalten haben, ohne dass wir ihn uns verdient haben. Und dieser Freispruch ist per Gesetz einfach gültig und trotzdem wird geschaut, wie gehen wir mit diesem Geschenk um, wie verwalten wir diese Gnadengabe, wie sehr ehren wir diese Entscheidung, dass jemand uns freigesprochen hat von Schuld. Und das führt uns wieder zu Ehrfurcht. Leute, Ehrfurcht vor Gott ist so wichtig. Wenn wir als Christen keine Ehrfurcht haben von Gott, wer dann? Wenn wir als Kinder keine Ehrfurcht haben von dem, der dich geschaffen hat, der mich geschaffen hat, der diese ganze Welt geschaffen hat, auf der wir leben, wenn wir keine Ehrfurcht vor ihm haben, wer dann? Wenn irgendjemand Ehrfurcht verdient hat, dann ist es Gott selbst. Und meiner Meinung nach der beste Kompass, um das für uns selbst zu überprüfen, ist, wenn wir ganz tief in uns hineinhören und schauen, wie sehr ehren wir das Wort Gottes, wie sehr stellen wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Sehnsüchte hinten an und wie sehr heben wir das Wort Gottes hoch, wie sehr halten wir das Wort Gottes, das die Gebote von Gott höher als das, was unsere menschlichen Wünsche und Sehnsüchte sind.
Wie sehr ehren wir Gott und sein Wort, weil Gott allein alle Ehre gebührt.